Ja, hallo liebe Fans von Johann Koch, das Genussmagazin in der Hochsteiermark. Wir sind wieder neu, 2017, on air mit Live Cooking, Dirty Kitchen Talk, Genusstipps aus der Hochsteiermark und Bitte zu Tisch mit besonderen Gästen aus der Hochsteiermark, denen Lieblingsgerichten ich nachkoche. Also bleibt dran und schaut euch das an. Ja, ein neuer Teil des Johann Kocht Genussmagazines ist Bitte zu Tisch und in Bitte zu Tisch darf ich heute begrüßen an meiner Seite Sigi Berndaler, seines Zeichens Betriebsleiter der Obersteirischen Molkerei und Partner auch unseres neuen Genussmagazines. Servus Sigi, es freut mich, hallo Mike, dass du da bist. Wie schaut es denn so allgemein aus bei dir? Wir kennen uns ja schon lange mit Kochen. Kochen ist ja bei dir auch ein großes Thema. Vorerst herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute hier Gast sein zu dürfen. Das Thema Kochen ist sehr wohl eine Leidenschaft von mir. Mir ist es sehr wichtig dabei, die Produkte aus der Gegend zu verwenden. Genau, und da sind wir ja schon auf dem richtigen Punkt. Als Betriebsleiter der Obersteirischen Molkerei weiß ich ja, was ihr für Top-Produkte habt und in der Region wirklich ja verkauft und erzeugt. Auch ich habe sie ja auch bei mir in meinem Restaurant. Und dann sind wir auch schon einmal bei der großen Frage, was hältst du eigentlich von Männern an den Herd und Frauen sind die besseren Köchinnen, wird immer so groß gesagt und groß geredet? Na, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Frauen bessere Köche sind oder Männer bessere Köche sind. Es gibt vielleicht aber mehr Spitzenköche als Köchinnen, weil die Köche oder die Männer, die kochen, das aus Leidenschaft machen und das einfach ganz anders machen und die Frau eben aus der Geschichte heraus eher das kochen muss und vielleicht das nicht immer so durchkommt. Eine Frage am Rande. Ich weiß es, dass du es bei mir Kochkurse machst. Machst du öfter auch Kochkurse? Bist du bei anderen Köchen auch einmal? Ja, ich habe schon mehrere Kochkurse gemacht. Durch das ich selbst ganz gern koche auch. Und vor allem ist es da so, dass ich eher was Außergewöhnliches koche und eben nicht die Sachen, die man alltäglich hat. Genau, du bist ja auch Jäger, was ich weiß. Ja? Genau. Und wie schaut es da aus? Wie schaut es mit dem Wild aus? Auch das Wildbret, das ist auch eines der natürlichsten Lebensmittel, die wir haben. Mhm. Wild wird mit nichts gefüttert, gibt kein Antibiotikum, keine Medikamente, mhm, lebt sehr gesund. Wie schaut es jetzt aus eigentlich? Wir haben jetzt April, es ist ja noch Schonzeit. Zurzeit ist noch Schonzeit. Was kommt zu Ostern auf den Tisch? Zu Ostern, bei uns zu Hause ganz traditionell, ist wirklich Weihfleisch, damit mit gesilbten Krähen, Schweinsbraten, Zwischendurch immer Krähen und ein Würstel und ein süßes Weißbrot dazu. Süßes Weißbrot, ganz klassisch, wie man es eben in der Steiermark auch isst und wie wir auch wieder immer wieder sehr lässige und moderne Gerichte im Johannsen diese Zeit interpretieren. Ja, kommen wir jetzt auch zu einer interessanten Geschichte, die ich mir einfallen habe lassen, nämlich den Johanns Culinary Word Rap. Ich werde dem Sieger ein paar Fragen stellen, recht interessant, vielleicht hier zu hören, wie seine Antworten lauten. Was muss jetzt immer in deinem Kühlschrank sein, wenn man jetzt außer Milch von der Obersteirischen Molkerei? Na, Käse von der Obersteirischen Molkerei. Das ist natürlich gut. Gibt es da gerade ein neues Highlight, das du mir empfehlen kannst oder was wir auch unseren Zuschauern empfehlen können? Zurzeit, unser neues Highlight ist neben dem Erzherzog Johann der Grande Syrano, das ist ein steirischer Parmesan. Okay. Und den gibt es ganz neu und den kann man. Gibt es ganz neu, das haben wir erst gerade bei der Markteinführung, gibt es noch nicht überall, aber wir sind gerade dabei, den einzuführen. Aber kann man natürlich auch, ich weiß es ja, kann man schon in Kaffenberg in der Molkerei holen. Ne? Käseegg in Knittelfeld gibt es ihn zurzeit schon zu kaufen. Sehr schön. Kulinarisches No-Go für dich? Kulinarisches No-Go für mich ist Fast Food. Absolut Fast Food. Absolut. Ja. Das werde ich niemals essen? Mir fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Ich habe schon relativ viel verschiedene Sachen gegessen. Und also auch Innereien und so Sachen ist alles kein Thema. Schaut es mit Schlangen aus oder so Sachen, wenn man in ferne Länder reist? Ich würde es auch probieren. Okay. Das erinnert mich total an meine Oma, küchentechnisch gesehen. An meine Oma erinnert mich küchentechnisch der Schweinsbraten mit dem Erdäpfelknödel und dann Salat dazu. Klassiker. Genau, richtiger super. Klassiker. So, wie wir es auch in den Oma-Sendungen immer wieder gemacht haben. Die Sonntagseierspeise kocht? Den mache ich selbst, ja. Den machst du selbst? Sehr kreativ. Also was so im Kühlschrank zu finden ist, kommt alles mit rein. Und da kommt es auch dann zu tragen, dass du ja bei mir dann Trüffelkochkurse erwartest. Ja. Da kommt dann in der Zeit dann auch ein bisschen Trüffel. Genau. Grillen, Sommerzeit steht bevor. Was ist für dich, Gas oder Holzkohle? Absolut Holzkohle. Okay. Also wenn grillen, dann Holzkohle, weil für mich einfach vom Geschmack her. Also wenn ich grill, brauche ich die Holzkohle auch den Geschmack dazu. Sonst kann ich es in der Pfanne machen, sage ich. Ja. Okay.
Intime Frage, Sex in der Küche, ja, nein? Ist sehr bekannt, rundet das sehr schön ab. Genau, ein tolles Gericht. Ja, natürlich. Ja. Jetzt, Sigi, musst du mir helfen, das Lieblingsgericht. Was soll ich dann heute ungefähr ein bisschen machen? Am liebsten wäre, wenn du irgendwas mit, aus unseren Produkten, vielleicht mit einem Topf von Käse irgendwas machen könntest. Das okay. wäre sehr schön. Dann werde ich schauen, dass ich mir ein bisschen was einfallen lasse dazu. Vielleicht machen wir sowas in die Richtung mit ja, Bärlauch, es ist ein Brühbärlauch. Realsalat ist schon da, dass man vielleicht sowas in die Richtung macht. Also bleibt dran und schaut sich das an und du glaub mir bitte auch weiterhin an das Gute im Topf. Danke, mache ich gerne. So, wie der Sigi jetzt schon gesagt hat, sein Lieblingsgericht um diese Zeit im April, es ist ja Osterzeit, Bärlauch, Jungvogelsalat, alles dabei, Kohlrabi-Blätter. Also es wird ein lustiges Gericht rund um Topfen. Natürlich, wenn wir schon den Betriebsleiter der OM da haben, gibt es natürlich schöne Produkte aus der OM, die wir heute hier mit einkochen. Also, was machen wir? Es gibt Bärlauch-Frühlingsnockerl mit ein bisschen Spinat dabei, mit Vogelsalat, etwas junge Raute. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen dazu etwas Mehl, Eier, bisschen Öl, klassisches Rapsöl kannst du verwenden und Grieß. Daraus stellen wir einen feinen Teig her. Dieses Rezept werdet ihr natürlich auch immer wieder auf johanns.at finden und unserer E-Mail-Adresse, die ist ja gleich geblieben, johannkocht@johanns.at. So, wir stellen den Teig her. Ich habe dazu jetzt einmal einen Bauerntopfen, diesen Bergbauerntopfen, da nehmen wir ein Viertel Kilo. Und dazu habe ich dann noch Schafskäse in der Kombination Schaf und etwas Ziege aus der Breitenau. Ein bisschen ein originales Produkt, das kann man da ruhig dazugeben. Auch das, dann haben wir ungefähr einen halben Kilo Masse. So, dann haben wir jetzt den Topfen. Dann nehmen wir dazu, bei einem halben Kilo, das kann man sich merken, 4 Löffel Mehl. 1, 2, 3 und 4. Ein bisschen Grieß dazu, zur Bindung. Hier nehmen wir 1, 2, 3 Löffel Grieß. Und Eier. Da ist es immer sehr wichtig, bitte nehmt die Eier nicht aus Bodenhaltung, nehmt Freilufteier. Das ist ja viel lustiger, wisst ihr, wenn die Eier näher aus der Region kommen und die Wege nicht so weit sind. Dann nehmen wir dazu für die Fluffigkeit 3 Löffel Öl. Am besten nehme ich bei diesen heimischen Produkten oder diese heimischen Gerichte immer wieder Rapsöl. Für alle anderen mediterranen Geschichten nehmen wir halt ein bisschen was anderes, nämlich Olivenöl, aber da ist es viel besser, wenn ich ein Rapsöl nehme. So, das verrühren wir ein bisschen. So. Man kann jetzt nicht natürlich ein bisschen mithelfen, indem man sagt, man nimmt ein bisschen ein paar Bröseln dazu oder so. Aber das ist wirklich durch den Grieß bindet die Masse eigentlich relativ gut. Das ist abgewandelt, das ist ein reines Johannsgericht, eigentlich das als Dessert durchgegangen ist. Das waren einmal klassische Topfennockerl, die wir dann fein rausgekocht haben und auf der süßen Variante dazu. Aber diesmal wären sie ein feines Ostergericht für, unser, für unsere April-Sendung. Ja. So. Dann nehmen wir dazu, das Gschirl kennt ihr noch aus unseren alten Oma-Sendungen, ein bisschen Salz bitte dazugeben. Dann ein bisschen Pfeffer. Hier könnt ihr Zibetenpfeffer nehmen oder Bergpfeffer. Klassisch halt, ein bisschen Pfeffer. Wir wollen ja alles wirklich Sachen machen, die ihr, wie ihr wisst, auch daheim nachkochen können. So. 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 Und jetzt können wir die Masse in den Kühlschrank stellen, ein bisschen zum Durchziehen, dass man es wirklich schön mal überziehen lassen kann. Und das bringe ich jetzt in die Küche. Ja, neu in der Rubrik vom Johanns Kocht Genussmagazin ist der Mike's Drinking Tipp. Und zu dem Gericht, das ich heute kreiert habe, gibt es einen tollen Wein, nämlich einen gemischten Satz 2015 von der Ingrid Kreuß aus Breitenweider aus dem Weinviertel. Ingrid hat 2010 den Betrieb von ihren Eltern übernommen. Sie hat Wirtschaft und Weinbau studiert und ihre Weine sind sehr sortentypisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Tiefgründig, elegant und charaktervoll. Also es gefällt mir sehr, sehr gut, diese Weine, die man bei uns auch in der Johannsgarte findet. Sie sind ungeschminkt und da eigentlich wirklich total authentisch für das Weinviertel.
Damit ihr aber auch wisst, wovon ich spreche, gibt es heuer erstmals die Möglichkeit, solange die Sendung auch läuft, diese Weine auch direkt zu Vinothekspreisen im Johanns zu erwerben. Und das ist diesmal für den Monat April der gemischte Satz, wie gesagt, 2015 von der Ingrid um 12,50 zum Mitnehmen. Und darauf sage ich nur Prost. So, jetzt habe ich die Masse aus dem Kühlschrank geholt. Masse hat jetzt leicht überkühlt. Was ganz wichtig ist, dass man von der Kühlphase wirklich in die Richtung gehen kann, dass sich das Mehl und der Grieß recht unterbinden kann. Was wir jetzt machen ist, dass wir die Masse teilen. Ja. Wir teilen sie auf zweimal. Und zwar gehen wir jetzt da herüben, geben wir dann noch ein bisschen einen Limonenabrieb dazu. Das passt ganz gut zu dem scharfen Ziegenkäse und auch zu dem Topfen dazu. So. Und dazu frisches Bärlauchpesto. Es ist jetzt so eine Mischung aus dem Johannsladen, wo einfach Bärlauch drinnen ist, wo aber auch schon ein bisschen ein Vogelsalat drinnen ist und Blutampf, also die ersten Geschichten, die alle wachsen. Ich kann das jetzt fein spritzen und einfach so reinleeren. Wir rühren es einfach so rein. Gell? Einfach unser frisches Bärlauchpesto. Das haben wir mit Rapsöl angesetzt, wie gesagt, weil es ja regionale Geschichte ist. Das heißt jetzt wieder, das ist jetzt dazwischen Johanns Haubentipp für zu Hause. Ihr wisst das ja, mit einem schönen Basilikumpesto im Sommer aus dem Garten mit getrockneten Paradeiser dazu. Da nehmen wir natürlich auch Olivenöl, das gehört ja wirklich dazu. Das ist aber dann wieder in einer anderen Sendung. Ja? So, da haben wir jetzt, wie gesagt, Basilikum, Vogelsalat, alles drinnen. Wenn man merkt, dass die Masse ein bisschen zu weich ist, ja, man sieht, das könnte passieren, dass es vielleicht ein bisschen rinnt, dann streut man halt einfach noch ein bisschen Grieß dazu, damit man merkt, dass es ein bisschen kompakter wird, die Masse. Ganz wichtig ist das Wasser, das habe ich schon zugestellt, das seht ihr schon, das kocht ja schon. Das darf ungefähr maximal eine Temperatur von 45-50 Grad haben. Also es sollte wirklich nur ziehen. Die Masse ist ja sehr mit Liebe zu behandeln. Sie ist sehr fluffig, sehr weich. Und das sollte auch dann wirklich auch so sein, dass halt dadurch darf das nicht kochen. Nicht wirklich runterkochen wie die Wäsche, sondern es muss wirklich eine schöne Temperatur haben. Schaut her. Recht viel Salz. Nicht in der Masse, aber im Sud, wo wir es herauskochen. Neu ist ja unser fliegender Heferlgucker. Schaut her. Da, das ist die grüne Masse. Und das ist die weiße Masse. Seht, sie sollte relativ kompakt sein. Sie darf nicht rinnen, aber sie darf auch nicht zu fest sein. Passt. Wir sind jetzt bereit zum Einkochen. Ihr seht, das Wasser siedet vor sich hin. Gesalzen ist es. Und jetzt nehmen wir die Masse und dann schöne Nockerl ausstechen. Ganz wichtig dabei immer, den Löffel ins heiße Wasser. Nur so bringe ich schöne Noten zusammen. Seht ihr? Dann bleibt das nicht kleben. Und wenn ich das reinlege, geht das schön runter. Ja? Das Ganze mache ich natürlich jetzt auch mit der grünen Masse. So. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Nockerl wirklich im Auge zu behalten. Ja? So wie unser Flying Heferl. Schaut auch da her. Der Heferlgucker schaut ein in den Topf. Jetzt lassen wir es dahin ziehen. Ungefähr 5 bis 7 Minuten. Schön langsam da ziehen lassen. Immer wieder achten, es darf nicht aufkochen. Ja? Wirklich nur ziehen lassen. So, und dann widmen wir uns als nächstes unserem Untergrund für die Nockerl. Ja, was machen wir jetzt als Untergrund? Als Untergrund haben wir natürlich viele frische Kräuter von der Wiese gesammelt, das ist das eine. Aber was auch lässig ist, ist einfach jetzt noch ein Kohlrabi, die ersten jungen Kohlrabi, die schon ein bisschen kommen. Gell? Da haben wir einmal die Kohlrabi-Stängel, die heben wir auf. So, den kann man ruhig ein bisschen großzügig schälen. Geht auch lässig als Suppe, dass man wirklich auch so zum Beispiel jetzt aushöhlt und eine Suppe reingibt. Das machen wir bei uns oft im Johanns. Das macht halt auch die Haubenküche immer wieder aus. Sehr, sehr innovative Gerichte hier zu kreieren. Und es muss nicht immer ausgeflippt sein, aber einfach Gerichte neu zu interpretieren. Das ist mir eigentlich ganz, ganz wichtig bei uns immer wieder im Johanns auch, dass man wieder auf diese Linie kommt. Muss nicht immer nur Hummer und Gänseleber sein, sondern
Es kann auch mal eine Knackwurst was Lässiges sein. Wie ihr wisst, wir machen ja unsere Knacker alle selber. Zum Beispiel vom Reh oder vom Hirsch. Und das ist ja immer ganz was Tolles. So, dann den Kohlrabi einfach in Würfel schneiden. Die Pfanne ist schon heiß, die habe ich schon da. Schaut her. Dann geben wir ein bisschen Butter dazu. Dann nur in Butter ansortieren. Einen reschen Untergrund. Das ist nämlich auch, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ein absolut das tolles Gericht auch für Vegetarier. Ja? Könnt ihr auch vegetarisch gut durchziehen. Wird ja immer mehr. Auch wir sind ja im Johanns mittlerweile so weit, dass wir eigenes fünfgängiges Menü nur mit vegetarischen Gerichten haben. Sprich nur Gemüse. Und meiner Meinung nach gibt es nichts Spannenderes als wie Gemüse zu kochen. Weil ich sage, ein Steak überschneiden kann jeder. Ja? Aber aus Gemüse was zu zaubern, das ist eine Herausforderung für einen Koch, wie es auch so sein soll in der Haubenküche. Und ich sage, warum immer Haubenküche? Und wenn man sich eigentlich als Koch dazu entscheidet, in dieser Liga mitzuspielen, dann muss man mit Kompromissen leben, man muss mit Testern leben, aber deswegen kommen zu uns auch Gäste aus Wien, aus Graz, aus ganz Österreich, auch aus Deutschland, immer mehr. Und da bist du halt dann wirklich in allen Führern drinnen. Und ich glaube, kein Koch braucht sich irgendwo in den eigenen Sack legen, wenn er sagt, er will nicht einen Haubenkuchen, ja? Oder er will dort dabei sein. Das sind eigentlich Sachen, die man, ja, ganz wichtig für mich, einfach kreativ zu sein und alles andere kommt von alleine. So, schaut her, wir haben jetzt da, wie gesagt, den drinnen, den Kohlrabi in Butter ansortiert und dann machen wir noch die Kohlrabi-Stängel. Auch die kann man drinnen lassen, die gehören auch dazu. So, ansortieren, das dazugeben und ein bisschen dahinschmurgeln lassen. So, und macht es mal angefallen bitte. Hygiene, ihr kennt es, einer meiner größten Lieblinge in der Küche. Schaut her, hygienisch, Küchenrolle, Brätel abwischen. Bitte nehmt keinen Hangerl, nehmt bitte eine Küchenrolle. Ist hygienischer. So, wir kommen jetzt zu den Genusstipps aus der Hochsteiermark. Was spielt sich so ab in der Hochsteiermark bei uns im Monat April? Ganz toll ist natürlich das Frühlingserwachen beim Steiermark-Frühling in Wien. Also wenn da wer in Wien ist, bitte rausschauen, zwischen 6. und 9. April auf den Rathausplatz kommen. Auch ich habe da schon einmal eine Schaukochen gemacht. Ganz eine interessante Geschichte, der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz, wo die Hochsteiermark auch vertreten ist. Natürlich jede Menge Ostermärkte in der ganzen Region. Und zwar am 7. April gibt es einen wunderschönen Ostermarkt am Hauptplatz in Leoben. Noch zu erwähnen wäre die Schokoladen-Osterhasen-Ausstellung in der Konditorei Fink in Afflens. Der Ostermarkt bei uns in Bruck an der Mur im Rathaus Innenhof ist natürlich auch ein großes Thema und das Südbahnmuseum in Mürzzuschlag öffnet seine Pforten mit neuen Ausstellungsstücken. Die Wandersaison kann also beginnen jetzt mitten im April. Frühlingserwachen, die Naturliebhaber wieder auf unseren hochsteirischen Bergwiesen. Also fahrt's nicht fort, bleibt's in der Hochsteiermark. So, wie ihr jetzt seht, ich habe das Wasser bereits abgedreht. Die Nockerl ziehen da drinnen. Die können wir jetzt schon vorsichtig ausheben. Ja. Aus dem Wasser schön abtropfen lassen, dass nicht zu viel Wasser dabei ist. So, jetzt her. Einfach schön rausziehen lassen. Die Weißen setzen wir auf einen eigenen Teller. Schaut. So. Eigentlich schaut es aus wie Grießnockerl, aber natürlich mit einer ganz anderen Masse. Und ich hoffe, dass der Siege zufrieden, weil das sind ja wirklich alles Produkte von ihm. Und da haben wir wirklich ein schönes Gericht kreiert. So, lassen wir ein bisschen da ausziehen, das passt schon, das kann man da hinziehen. Wir können es dann kurz im Salamander noch warm machen. Jetzt bitte kontrollieren, die Kohlrabi. Da brauchen wir ein bisschen Butter haben wir schon drinnen, das passt gut. Dann, was mir jetzt gut gefällt, einfach nur mit einem Löffel Sauerrahm abbinden. Tja, Sauerrahm dazu. Und von mir aus, was man auch machen kann, aus diesem Wasser, das haben wir ja gesalzen, da ist der Geschmack vom Topfen drinnen und vom Schafkäse und dem Ziegenkäse, einfach nur mehr leicht verrühren. Wichtig ist, nicht mehr kochen lassen, also das darf nicht mehr kochen, weil sonst haut das ab. Und ihr wisst das ja zum Beispiel jetzt auch schon von den Oma-Sendungen immer, was haben wir gemacht? Wir haben das einfach gebunden, weggestellt. Das gleiche machen wir heute. Wir stellen es einfach nur mal weg zum Durchziehen. So. Ja, da haben wir den schönen Kohlrabi untersetzt. Perfekt. Das werden wir dann unter Weine machen.
So, da haben wir noch ein bisschen Butter. Die werden wir nur ein bisschen zergehen lassen. Und da machen wir ein bisschen Knusperbrot dazu. Und zwar habe ich da getrocknetes Brot. Die Brotkrümel. Kann man auch das nehmen, was man daheim zusammensammelt? Es soll ja der Gedanke dabei sein, dass man das wirklich diese Produkte auch verwendet. Ja? Und jetzt da das Brot rein. Durchziehen lassen. Okay. So. Dadurch wird es jetzt, es ist zwar ein hartes Brot, aber durch die Butter wird es jetzt wieder weich. Knuspert auf. Und da können wir jetzt ein paar Sachen dazugeben. Ja? Wie zum Beispiel Rucola. Rauke. So. Seht, es spritzt auch schon, es wird ganz knusprig. So. Super. Es wird ein feines Topping obendrauf. Ja. Habe ich noch ein bisschen einen Realsalat. Passt natürlich auch schon in die Jahreszeit. Den schneiden wir auch zusammen. Geben wir auch ein bisschen dazu. Einfach grob zusammenschneiden. Und hineingeben. Ja. Opa. Ja, das können wir dann beiseite stellen. Und eigentlich sind wir dann schon wieder fast so weit zum Anrichten. Das ist jetzt der Dirty Kitchen Talk. Dirty Kitchen Talk ist 60 Sekunden rund Küchengeflüster aus der Johannsküche. Da sind auch immer wieder einige Tipps dabei, zum Beispiel heute ein Reisetipp, eine kleine Reisewarnung. Zum Beispiel, wenn ihr schon in den Süden zieht, zum Beispiel in Rovin ein tolles Hotel, das Hotel Monte Molini, relativ neu am Wasser gebaut. Und wenn man schon in Rovin ist, dann sollte man auch zu Darien schauen, ins Restaurant Monte, ausgezeichnet mit 3 Hauben und einem Michelin-Stern, heuer seit Februar das erste Mal, das einzige Michelin-Stern-Restaurant aus Kroatien. Was gibt es noch? Es gibt einen kleinen Tipp für den April mit Bärlauch. Wenn wir schon Bärlauchzeit haben, ein kleines Mitbringsel für Ostern, Bärlauch trocknen bei 50 Grad, eine Stunde lang im Rohr, mit einem schönen Meersalz verfeinern, das Ganze durchmixen und in kleine Gläser abfüllen, ist auch ein guter Tipp gleich als kleines Ostergeschenk. Und wenn wir schon bei Ostern sind, was gibt es noch? Spinat gibt es natürlich zu Ostern. Und wenn dann gekleckert wird, mitten aufs Tischtuch, ein kleiner Tipp aus der Johannsküche, einen Erdäpfel roh in der Mitte einmal durchschneiden, über den Fleck drüber reiben und ab in die Waschmaschine überziehen. Es geht sofort raus. Das war der Dirty Kitchen Talk. Ja, ihr seht, ich habe jetzt schon aufgebaut für unsere Anrichteweise des Monats April. Ostern steht vor der Tür. So. Die Kohlrabi setzen wir jetzt einfach einmal da rein. Verfeinert mit den Kohlrabi-Stängeln, mit den Kohlrabi-Blättern. Ganz was anderes einmal. So, das gleiche machen wir da herüber. Macht es mir gefallen, passt bitte immer auf beim Anrichten. Auch das ist immer in den Johanns Kochkursen wirklich das, was die Leute wirklich wissen wollen. Wie richte ich an? Wie macht das wirklich was fürs Auge her? Und das haben wir wirklich schon überlegen, dass wir sagen, wir machen eigene Kochkurse. Nur mit den Anrichtetechniken. So, Kohlrabi ist gesetzt. Dann haben wir dazu hier unsere knusprigen Brotcroutons, die wir vorher noch in der Einstellung gesehen haben, mit der Butter. Das Küchenkrepp hat die Butter jetzt aufgesaugt und das ist jetzt richtig schön knackig kross geworden. Die Nocken, Topfennocken mit unserem Frühlingsgemüse, sind da drinnen, sind noch warm. So, schaut's her. Setzen wir da drauf. Auch hier eine Variante dazu. Sind natürlich schön warm, die Teller. Klar. So, schaut's her. Dann da eine weiße Nocken drauf. Herüben eine wunderschöne grüne. So. So, da. Dann unsere großen Brotcroutons. Einfach dazu. Ja, super aus. Dann haben wir dazu ein bisschen an Löwenzahn.
den wir da einbauen. So. Ein bisschen Wildkresse. So. Dass das wirklich was hergibt und ein wunderschönes Frühlings- und Ostergericht ist. Was wir dann noch dazu machen, ist unser Pesto. Ja, ein bisschen rundum und umtropfen lassen. Das passt super dazu. Obendrauf noch Kornblume. Getrocknete blaue Kornblume. Das ist eine super Geschichte. Passt lässig dazu. Schon ein schöner Gruß aus der Frühlingsgeschichte. Passt das gut dazu. Gell? So, und jetzt kommt noch was. Jetzt kommt der Belberknolle, kennt man. Das ist ein Käse aus der Gegend rund in der Schweiz. Aber das gibt es auch aus Österreich. Es wird in der Bongauer Gegend gemacht, im Salzburger Land. Es ist fast 12 Monate alt, ist geräuchert, riecht ganz intensiv wie ein Speck. Und da hobeln wir das Ganze drüber, so in der Richtung, wie ein bisschen, ja, ich sage fast schon wie ein Trüffel, gell? Schaut sich das an. Ha? Schaut das nicht gut aus? Perfektes Gericht für Ostern. Also ein Hammergericht, meiner Meinung nach. Gell? Ich hoffe, dass der Sigi zufrieden ist. Für Sigi Bjerntaler, den Verkaufsleiter der Obersteirischen Molkerei, habe ich das jetzt gekocht. Sein Lieblingsgericht aus seinem Topfen, ein bisschen kombiniert mit der Schafs- und Ziegenkäse dazu. Ich kann euch nur eines sagen, glaubt mir an das Gute im Topf. Wie immer, euer Koch Mike Johann. Bis zur nächsten Sendung.